Eigentlich wurde jetzt schon ziemlich viel gesagt, warum es nötig ist, den Mund aufzumachen. Aber ich glaube, dass die Ursache unserer Misere ganz, ganz tief greift. Und zwar nicht, man kann viele Symptome sich anschauen, ob das jetzt quasi der Zustand unserer Wirtschaft ist, unserer Banken ist, ob das der Zustand der Regulierung ist, ob das die Energiepolitik ist, die Geopolitik. Also all das, egal welchen Stein im Garten man umdreht, es sitzt ein hässliches Tierchen drunter. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist das so? Und ich glaube, dass die tiefere Ursache eine tiefgreifende geistige Verwirrung ist. Man könnte auch sagen, eine Geisteskrankheit, die dieses Land ergriffen hat. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Artikel gelesen über Nordkorea. Und da stand, dass man dort mal gesagt hat, dass also einer der drei Kims, die das Land so in Reihe geführt haben jetzt oder noch führen, dass der sich niemals der Profanität des Stuhlgangs beugen musste. Und ich vermute, dass man das deswegen da reingeschrieben hat, damit uns normalen Sterblichen klar wird, dass eben Gott gleich oder gottähnliche Wesen, da ist das nicht vorgesehen. Ja? Diese Anatomie ist da nicht vorgesehen. Und dann dachte ich bei mir, wow, also das geht bei uns nicht. Ne? Und jetzt lerne ich, dass es bei uns Frauen mit Penis und Männer mit Gebärmutter gibt. Wir haben das also vom Prinzip her demokratisiert. Wie soll ich sagen, nur auf die Toilette gehen müssen wir noch selber. Und das ist für mich der Ausdruck einer geistigen Verwirrung. Und diese geistige Verwirrung, die kann passieren. Also man kann zum Beispiel sagen, der Einzelne, also jeder von uns kann einer geistigen Verwirrung irgendwo unterliegen oder einem Irrtum oder sonst was. Man kann erkranken, all das ist möglich. Aber ich weigere mich zu akzeptieren, dass das, was das Ergebnis einer geistigen Verwirrung ist, dass ich das nachbeten soll oder zumindest so tun soll, als würde ich das glauben. Also man verlangt von uns allen Ernstes, dass wir uns einem Zustand, einem Geisteszustand unterwerfen, der ganz offensichtlich nicht normal ist. Und das ist das Zeichen einer gesellschaftlichen Entgleisung, die dann in alle Lebensbereiche hineinragt. Man könnte sagen, sowas wie spätrömische Dekadenz. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum die Architektur des neuen Kanzleramts dem Circus Maximus so ähnlich ist. Ja? Das ist ein Geisteszustand und ich bin nicht bereit, mich dem zu unterwerfen. Und jetzt komme ich natürlich aus dem wirtschaftlichen Thema heraus. Ich habe in der Vergangenheit mich sehr intensiv mit den Banken auseinandergesetzt. Die meisten großen Banken, die Sie kennen, waren irgendwann mal meine Klienten. Die meisten großen Banken arbeiten mit Kreditrisikomesssystemen, an deren Entwicklung ich maßgeblich beteiligt war. Nicht an der IT, sondern an der Mathematik und an den Algorithmen da drin und an der Statistik da drin. Und aus dieser Herkunft sozusagen ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass das eines der ersten Bereiche war, wo wir entgleist sind. Noch lange bevor das auf vielen anderen Bereichen passiert ist. Also ökonomisch sind wir dort zuerst entgleist. Und wir sind dort zuerst entgleist, weil wir eine politische Klasse haben, die sich für Gott hält. Und zwar, sie unterliegt einer Anmaßung des Wissens. Die Politiker glauben nämlich, dass sie besser wissen, was gut für uns ist, als wir selbst. Und deswegen suchen sie sich ständig Felder, wo sie intervenieren. Und dort, wo sie intervenieren, richten sie Schaden an. Und zwar immer und ohne Ausnahme. Und wenn sie Schaden angerichtet haben, dann stellen sie fest, da ist Schaden angerichtet worden. Sie sagen aber nicht, dass sie es waren, sondern sie finden einen anderen Schuldigen. Meistens den Markt. Da wird dann von Marktversagen geredet. Und dann geht man her und sagt, okay, das müssen wir jetzt korrigieren. Das heißt also, wir müssen mehr Politik machen. Die Politiker werden dann noch anmaßender. Und so steigert sich's hoch. Nehmen wir das Beispiel der Banken. Warum sind die Banken jetzt schon wieder in Schwierigkeiten? Das ist eine Frage, die kann man ja stellen. Und bis vor ein paar Monaten wurde ich ja mit dem Hinweis, dass die Banken in Schwierigkeiten sind, verlacht. Also nicht von allen, aber von einigen, jedenfalls aus der Politik vor allem. Die tiefere Ursache reicht 100 Jahre zurück, weil vor 100 Jahren, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, hat die Politik entschieden, dass Banken zu wichtig sind, um sie untergehen lassen zu dürfen. Also seitdem werden Banken gerettet. Und seit die Politik und der Staat mit unserem Steuergeld die Banken rettet, ist es so, dass Größe ein Wettbewerbsvorteil für Banken ist. Banken werden überhaupt nur deswegen so groß, weil die Staatsrettung immer da ist, wenn man sie braucht. Sonst würden Banken gar nicht so groß werden, weil nämlich niemand, der bei Verstand ist, Banken sein Geld anvertrauen würde, wenn sie zu groß wären. Die Gewinne werden privatisiert in Form von Boni und die Verluste werden sozialisiert in Form von Rettung. Und weil das so ist, werden Banken immer größer, immer intransparenter. Und dann hat man gesagt, okay, dem müssen wir jetzt entgegenwirken, indem eine Bankaufsicht da ist. Wir bräuchten gar keine Bankaufsicht, wenn wir das erste Problem nicht geschaffen hätten. Aber die Bankaufsicht, die kann es auch nicht. Die ist auch nur eine Bürokratie, die immer 5 Schritte hinter den Entwicklungen herhinkt. Und zwar deswegen, weil in den Banken besser bezahlt wird an der Aufsicht. Was das Ergebnis ist, kann sich jeder ausmalen. Und so rennen wir von einem Problem zum nächsten. Dann haben wir natürlich das ganze Thema, dass die Politik Geld braucht. Weil unser ganzes politisches System darauf beruht,
dass die Politiker sagen, ich will ja wiedergewählt werden. Politik ist kein Dienst am Volk und am Souverän, sondern ist eine Karriere. Und daran krankt es. Das ist eine der tieferen Krankheiten unseres Gesamtsystems, wenn man so will. Und dadurch sagt der Politiker, ich will wiedergewählt werden, wie mache ich das? Ich besorge mir Geld, ich greife in irgendeinen Topf oder ich schaffe irgendeinen Topf und verteile Wahlgeschenke, dann werde ich wiedergewählt. Das Ergebnis ist, er muss die Steuern erhöhen. Wenn er die Steuern erhöht hat, dann ist irgendwann mal die Schraube zu Ende, weil in jedem Zyklus der Wahlen müssen mehr Geschenke an Wähler gegeben werden, die mit Steuern finanziert werden. Irgendwann ist die Schraube zu Ende, dann müssen Schulden gemacht werden. Irgendwann ist auch die Schuldenschraube zu Ende, weil wir so viele Geschenke gemacht haben. Dann kommt der Schlussstein, nämlich dann muss die Zentralbank das finanzieren. Und an dem Punkt sind wir seit 15 Jahren, dass die Zentralbank das alles finanziert. Mit frisch gedrucktem Geld wird das Versprechen der Politik, es jedem wohl zu machen, erfüllt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo auch die Zentralbank am Ende ihrer Weisheit ist. Und zwar deswegen, weil die Kombination der Bankenkrankheit mit diesem Geldausgabewahn der Politik uns in eine Zwickmühle geführt hat. Die Zwickmühle heißt Inflation oder Bankenkrise. Und jetzt stehen wir vor dem Punkt, ja, wir können jetzt die Bankenkrise, die unvermeidlich war, die können wir jetzt irgendwie bewältigen, indem wir wieder retten. Und die werden das machen, kann ich Ihnen versprechen. Oder wir können die Inflation bekämpfen, eins von beiden. Wir können nur eins von beiden. Also entweder retten wir oder wir bekämpfen die Inflation. Denn wenn wir die Inflation bekämpfen, dann können wir nicht neues Geld drucken, um die Banken zu retten. Die müssen dann untergehen, aber das Ergebnis, das wage ich mir nicht auszumalen. Also werden wir retten. Das Ergebnis ist, wir müssen frisches Geld drucken, um die Banken zu retten. Das Geld findet seinen Weg in den Wirtschaftskreislauf. Und wird dort zum nächsten Aufgalopp der Inflation beitragen. Das wird nicht bei 10% enden, das kann ich Ihnen auch garantieren. Also wir sind jetzt in der Falle. Und was mich antreibt, ist, ich schreibe. Und ich schreibe, weil Schreiben therapeutisch ist. Ich? Also die haben die nicht nebenwirkungsfreie Impfung Sozialismus ja schon gehabt. Ja, da sind ja Antikörper noch da. Bei dem typischen Wessi sind keine Antikörper gegen den Sozialismus mehr da, weil der den ja noch gar nie so richtig erfahren hat, die letzten zwei Generationen. Und ich würde auch auf dieses Thema gebildete, verschulte Menschen und ihren Umgang mit dem gesunden Menschenverstand an der Stelle ganz kurz eingehen. Also Bildung und Intelligenz-Dummheit sind nicht die gleiche Dimension. Man kann, und das sage ich als Promovierter, mit einer riesen akademischen Bildung auf höherem Niveau dumm sein. Und das erleben wir. Und zwar deswegen, weil die Leute so voll von sich selber sind. Ja? Die sind so verschult und so von sich selbst eingenommen, und so von der Schulweisheit eingenommen, insbesondere die Schulweisheit, also das, was vom Ex Cathedra autoritätsmäßig gelehrt wird, dass sie das gar nicht mehr hinterfragen. Und das wäre auch unbequem. Die meisten Leute wollen solche unbequemen Fragen nicht hören, weil sie die Antworten, die sie darauf hören könnten, fürchten. Und das war aber auch schon immer so. Gehen wir mal 400 Jahre zurück. Ja? Ex Cathedra war da so, dass 97% aller Wissenschaftler gesagt haben, dass die Sonne um die Erde kreist. Und dann kam der Verschwörungsschwurbler Galilei und hat gesagt, das ist nicht so, Freunde. Ja? Und dann war der Aluhut, heute wäre er der Nazi, ja? Aber der hat Recht behalten. Und wir leben im Prinzip in einem Zustand, wo es ja unheimlich bequem ist, sich mit diesen Ex-Cathedra-Wahrheiten quasi abzufinden. Aber dazu sage ich, die meisten Wahrheiten, die Ex-Cathedra verkündet werden müssen, für die gilt der Satz von Thomas Jefferson. Der hat mal gesagt, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit kann von alleine aufrecht stehen. Und wenn wir uns anschauen, wo die großen Lügen der letzten 10 Jahre hergekommen sind, dann war immer die Staatsgewalt dahinter. Oder die Politik. Oder beides in sozusagen. Wussten Sie, dass die EU ein zentrales Vermögensregister plant? Und damit einen massiven Angriff auf unsere Vermögenswerte startet? Die Ausschreibung dazu wurde bereits am 16.07.2021 veröffentlicht. Das Projekt ist also bereits gestartet. Und das Brisante dabei ist, dass praktisch alle Vermögenswerte erfasst werden sollen. Also nicht nur Spareinlagen, Investmentfonds, direkte Aktienbeteiligungen und Immobilien, sondern auch Gold und Exoten wie Kunst und Kryptowährung. Warum macht die EU das? Klar, die offizielle Begründung lautet, und das ist der Klassiker, Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Tatsächlich geht es wie so oft um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass die Regierungen in der EU an einer Quelle direktes, gebündeltes und punktgenaues Wissen bekommen, wer von welchem Vermögen wie viel wo besitzt. Warum sollten die Regierungen das wissen wollen? Böse Zungen könnten behaupten, dass sie auf dieses Vermögen zugreifen können.
Der Ausschreibungstext sagt explizit, dass dieses Vermögensregister in eine künftige politische Initiative einfließen soll. Und damit wird sehr viel Gestaltungsspielraum gelassen für die Politik, um sich Zugriff auf ihre Vermögenswerte zu verschaffen. Warum sollte das denn wichtig sein, werden Sie sich vielleicht fragen. Nun, es gibt eine Partei in Deutschland, deren Farben sehr an eine Wiese oder einen Wald erinnern. Und die sehen in ihrem Wahlprogramm die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer auf die Substanz vor. Also nicht nur auf Einnahmen, die sie jährlich generieren, sondern auf alle Vermögenswerte, welche sie besitzen. Und genau dieser Kreis dieser Vermögenswerte soll durch dieses Vermögensregister erweitert werden. Und sollte das durchgehen, und ich befürchte, früher oder später wird so etwas oder etwas Ähnliches durchgehen, können sich ausrechnen, welche Gefahr das für ihr Vermögen bedeuten kann. Und das ist noch lange, lange nicht alles. Mein Name ist Alexander Streeb und ich bin seit über 30 Jahren Unternehmer. Ich war professionell in der Finanzwirtschaft und da in der Vermögensverwaltung tätig. Und in dieser Zeit habe ich viele Gefahren kennengelernt, die unser Vermögen bedrohen. Und dieses Vermögensregister ist eine der aktuellen Gefahren. Wenn Sie jetzt wissen wollen, welche Gefahren es noch gibt und vor allem, was man dagegen tun kann, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Es gibt eine Lösung und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun. Nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währung oder Krypto. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Wir sehen uns in Kürze. Bis bald, Ihr Alexander Streeb.